Hi, in diesem Video zeige ich dir, mit welchen Waffen du welche Ziele anvisieren sollst. Wir benötigen auf jeden Fall den Tunneler oder die Torpedos. Falls du, wie ich jetzt hier zum Beispiel, die anderen Waffen schon freigeschaltet hast, wie Tunnel Strike, dann starte die Mission einfach neu, bis du die richtige Waffe hier zur Verfügung hast. Als erstes setzen wir diesen Hoverball ein. Ich habe auch schon diesen schweren Hoverball freigeschaltet. Schau in meiner Beschreibung nach, da sind die Koordinaten etwas anders als bei dem kleinen. Wir wählen einen Winkel von 70 Grad aus, das heißt jetzt minus 20 Ticks nach rechts. Und eine Feuerkraft von 71%. Das heißt, nee, Quatsch, von 68%. Das heißt jetzt minus 32 Ticks. So, als zweites wählen wir diese Breaker-Waffe aus und nehmen diese zwei Panzer hier ins Visier. Dazu gehen wir auch wieder auf die 90-Grad-Linie und jetzt minus 5 Ticks nach links und Feuerkraft reduzieren wir auf 98%. So, die zwei hätten wir auch erledigt. Als drittes wählen wir den Digger aus und nehmen dieses Ziel hier ins Visier. Wir gehen auf 81 Grad nach links. Das heißt minus 9 Ticks und Feuerkraft auf 100%. So, als viertes wählen wir diese Tunnelerwaffe aus und zielen hier nach rechts unten, minus 40 Grad hier. Diese 45-Grad-Linie ist sehr schwer zu erkennen, aber gerade noch so sichtbar. Das heißt, von dieser 45-Grad-Linie aus gehen wir jetzt plus 5 Ticks nach oben und wählen eine Feuerkraft von 59% aus, das heißt jetzt minus 41 Ticks. So. Und nun zum leichtesten Ziel. Da nehmen wir diese Rollerwaffe hier. Feuerkraft auf 100% und einfach 15 Ticks nach oben. Und damit ist diese Mission geschafft.